Moin Freunde, was geht ab und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Community Clips. Ja Boys, was sind die Community Clips? Ich habe einen Discord, Link in der Beschreibung. Und dort könnt ihr dann unter Clips eure Videos posten und ich reagiere in diesem Video drauf. Also im nächsten, wenn du das jetzt dann postest. Ja Boys, ich würde sagen, wir springen rein, let's go! So Leute, bevor das Video jetzt losgeht, möchte ich euch noch kurz auf meinen Sponsor aoeah.com hinweisen. Hier könnt ihr nämlich Credits, Blueprints und alle möglichen Items in Rocket League kaufen. Ihr könnt dabei sogar noch sparen, indem ihr meinen Code AGTV eingibt. Viel Spaß mit dem Video. So Boys, der erste Clip direkt hier von Neolixi. Wir schauen rein, wir bewerten das Ganze dann auch wirklich von 1 bis 10. Schöner Pass. Schöne Touch. Oh, er kommt perfekt über ihn. Ja gut, der zweite Touch, also der Schuss war dann nicht wirklich der beste Schuss. Er hat aber auch nicht die größte Kraft gehabt. Aber richtig schöner First Touch. Er hat sich ein bisschen verdreht, aber noch richtig gut gelöst. Meine Meinung, gibt's eine 7. So, Boys, nächster Clip von XRobby6ten. Keine Ahnung, wie man den ausspricht. Er legt sich dem hier vor. Holt sich Boost. 1 gegen 1 sich. Legt sie den Ball vor und er geht den Boomen. Okay, also Competitive Gameplay hier am Stissel. Nicht schlecht. In Once ist es sehr wichtig, mal sich durchsetzen zu können. Sag ich mal einfach mal so vorsichtig. Und er macht das richtig gut. Macht das richtig stark. Seht, er kommt, boomt ihn. Von mir gibt es, weil das ein Competitive Gameplay war, eine 5. So, Boys, noch ein weiterer Clip von, keine Ahnung, wie man den ausspricht. Wir gucken rein. Okay, er spielt ihn aus, spielt den Ball an die Wand, er ist aber nicht direkt am Tor und er macht den Double Touch richtig schön. Schöner Winkel, also hier seht ihr, okay, er kriegt den Ball nicht gedroppt, weil er noch rückwärts gefahren ist und jetzt hier der schöne Touch und da war der Touch, der zweite Touch war nicht so gut, aber löst das richtig geil, richtig gut, auch wieder Competitive Gameplay und von mir gibt es dafür eine 6. So, der nächste Clip ist von Sweezy, er hat hier im Basketball, glaube ich, mit irgendeinem Kumpel was gerissen. Er legt ihm den Ball vor, spielt ihm dann in der Luft noch ein Touch und dann macht er den Double Touch. Richtig nice. Also, da es von euch aus einstudiert war, gibt es dafür von mir eine 4. So, Boy ist einer meiner stärksten Spieler in der Community je hoch. Auch ein Mod von mir. Hat Boost. Legt sich den Ball hoch mit dem Touch und der Double Touch sitzt. Von mir aus gibt es da eine 8. So, Boys, nächster Clip. Justin Flex hier am Start. Mal gucken, was er hier flext. Okay, legt sich den Ball hoch. Geht hoch mit einer ganz geilen Kontrolle. Und das ist ganz stark. Schöne Double Touch, mein Lieber. Dafür kriegst du von mir eine 6. So, Boys, Neolixi hier am Start. Macht hier einen schönen Massi. Also, ich weiß, dass er trainieren möchte. Und noch ein Double Touch. Richtig geil, mein Lieber. Wenn du das jetzt noch im Spiel machst, kriegst du von mir einen Kuss auf die Nuss und eine 10. Aber das ist jetzt hier eine 4. So, Boys, Dr. Greed am Stissel. Oh, 1 gegen 1 sehe ich. Bremst hier ab. Nutzt die Zeit, die er hat. Und er geht im Boomen. Okay, es ist jetzt nicht der größte und stärkste Shot schlechthin. Aber es ist eine Art, durchzukommen. Und deswegen gibt es dafür, weil das Competitive war, eine 7. So, Boys, hier wieder Neolixi im privaten Game. Geht hoch. Ah, ich weiß, er will hier ein bisschen Freestyle lernen und macht das ganz stark, mein Lieber. Mach das im Game, dafür bekommst du dann auch eine 10. Aber hier wieder eine 6. So, Boys, nächster Schuss von Neolixi. Geht hin. Schön, okay, okay, okay. Oh, das war gegen 3 Leute. Aber der andere war AFK, aber ein richtig guter Pre-Jump. Richtig guter Pre-Jump. Wir schauen uns nochmal an. Hier kommt er durch. Der eine war AFK, sonst würdest du eine bessere Note kriegen, mein Lieber. Dafür gibt's eine 7. So, Boys, der letzte Clip von Squixel. Mal gucken, was er so kann. Schuss kommt. Trifft nicht. Okay, gut gemacht. Oh mein Gott, das ist stark. Der geht rein. Alter Schwede, Mann. Was für ein Movement. Unglaublich hier. Ich zeige euch die Stelle, wo ich krass finde. Genau. Die Stelle hier, wo er rückwärts ist und sich dann mit Airroll bzw. Driften weitermacht. Richtig stark. Das ist eine glatte 10. So, Boys, das war's von euren Clips. Wenn ihr noch irgendwelche weitere Clips habt, dann kommt in mein Discord. Der Link ist in der Beschreibung und postet sie unter Clips. Das war's, Männer. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis bald. Euer AngezocktTV.